Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2021 mit dem Kapitel 11 dieser Nachbesprechung aus Österreich. Und ja, das Safety Car wurde ja fahren, kann man also für uns zum Entscheidenden Faktor. Das hat dabei einen schlechten Start und einen beeindruckenden Abschluss unter den besten 10 Freunden. Was ist nach Österreich passiert? Schauen wir uns jetzt an. Und zwar ein Kapitel 12, das wir uns heute anschauen. Was gibt's? Wir müssen jetzt mal was klarstellen. Setz dich. Was klarstellen? Aiden denkt, dass du seinetwegen zurücktrittst. Tut mir leid, Kaspar. Ich respektiere dich, sehr sogar, und ich will nicht, dass du zurücktrittst. Ich habe das alles gar nicht so gemeint. Und du sollst wissen, dass, wenn du meinetwegen in den Ruhestand gehst, ich... Bitte sag's ihm. Diese Unsicherheit ist nicht gut für seine Leistung. Ich trete nicht deinetwegen zurück. Aber alle sagen das... Ich trete nicht deinetwegen zurück. War das alles? Nein. Du gibst ihm jetzt 2 Minuten deiner Zeit. Brian, ich bin doch nicht sein Psychiater. 2 Minuten, Kaspar. Mehr nicht. Alle sagen... Alle reden zu viel. Hey, ich trete nicht deinetwegen zurück. Ich hab's Brian schon nach Sanford gesagt. Tut mir leid, dass du es so erfahren hast. Es ist hart. Ja, manchmal. Die Presse. Social Media. Ich weiß nicht. Wie schaffst du das alles? Hör zu, es gibt nur eine Handvoll Menschen auf der ganzen Welt, die tun können, was wir tun. Ja, ich weiß, aber... Eine Handvoll? Du darfst nie, niemals vergessen, was für ein Glück du hast, hier zu sein. Verstanden. Vergiss das nicht. Hey, Kaspar? Ja? Vergisst du es manchmal? Manchmal. Das passiert uns allen. So, und damit gehen wir in Kapitel 12 und wir sind dann beim Grand Prix von Belgien. Die Saison von 2021 geht weiter und die F1 ist zum geschichtsträchtigen Spa-Francorchamps angelangt. Kaspar kam in guter Form und weiter angehalten und Alfa Romeo hofft, dass beide Fahrer dieses Leistungsniveau aufrechterhalten können. Naja, schauen wir mal, was in Belgien passiert. Bereits 1925 richtete Spa einen Grand Prix aus. Damals gab es noch gar keine Formel-1-Weltmeisterschaft. Die historische Strecke in den Ardennen ist bei Fahrern und Fans gleichermaßen beliebt. Willkommen also zum großen Preis von Belgien. Heute heißt es Spa-Francorchamps oder wie wir immer sagen, Ardennen-Achterbahn. Eine insgesamt 7 Kilometer lange Strecke mit Unmengen von Höhenunterschieden. 19 Kurven, davon 9 rechts und 10 links. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von unglaublichen 233 km/h ist Spa-Francorchamps ein wahrer Leckerbissen für Tempofanatiker, eine der schnellsten Strecken im Kalender. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Norris, Sergio Perez und Ricardo. Leclerc, Fernando Alonso, Sainz und Lance Stroll. Mazepin, Ackermann, Esteban Ocon und Butler. Jackson, Russell, Sebastian Vettel und Mick Schumacher, Gasly und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Okay.
Jetzt weiß ich nicht, ob wir das komplette Rennen sehen oder einfach nur was passiert. Warte mal, es sind 11 Runden. Ja, komm, geh mal rein ins Rennen. Ich habe kein Zettel für Belgien. Schieß doch in den nächsten 5 ab, okay. Aufpassen, dass wir nicht da jetzt irgendwie noch einer ins Auto fahren. Wir sind jetzt momentan schon auf 8, also einige Plätze haben wir gewonnen. Sie war 9 da, Leclerc, als hat er das Güter weiter kassiert. Jetzt war die Perez bis ins Auto gefahren. Ich hoffe, dass der Flügel hier gehalten hat. Das habe ich ein bisschen früh zugemacht. Muss jetzt nicht irgendwas versuchen, was jetzt eh nicht funktioniert. Dann probieren wir es halt so rum. Haben wir direkt mal 2 Autos auf einmal. Und 3, wir sind jetzt 5 da. Nichts wird Charles Leclerc, also McLaren haben wir schon mal kassiert. Gar nicht probieren irgendwas. Der Regen wird es natürlich nicht einfacher machen jetzt. Jetzt bin ich hier der Bottas, den ich jetzt versuchen gleich anzugreifen. Angriff gegen Bottas, den habe ich jetzt. Jetzt habe ich ihn. Brilliant. Nice move. Muss ich irgendwie probieren gegen Verstappen, irgendwas, was schief gehen könnte. Jetzt kommt der Regen. Jetzt muss ich zurückziehen, sonst hätte es geknallt. Hab ihn. Die Frage ist halt jetzt rein oder nicht rein. Gott, da hinten gehen natürlich auch nicht rein. Es ist wahrscheinlich auch zu früh, um auf Winter zu wechseln. Der ist jetzt aktiviert. Okay. Haben noch 8 Runden. Er sagt noch keinen Inters. Check your MFD for a new strategy option. Jetzt kommt noch mal eine Meldung rein. Copy that. Er sagt jetzt schon, um mal auf Inters zu gehen.
Wir werden natürlich jetzt auf Winters wechseln. Die hat uns schon mal durchgegeben, die Meldung. Ja. Jetzt ist das DLS deaktiviert. Ich muss natürlich jetzt voll runtergehen vom Gas. Ist natürlich noch viel zu früh, jetzt auf Winters zu gehen, natürlich jetzt wäre jetzt der richtige Weg. Mal gucken. Das werden wir jetzt natürlich auch tun. Ein paar fahren weiter, ein paar machen, wer will den Change jetzt machen? Wir wechseln natürlich. Complete, go now. Wird jetzt ein bisschen Chaos, Teamkollege ist in der Box. Aiden ist in the pits. Aiden in the pits. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Ich denke mal, die vorne, Ricciardo, Sainz, wenn wir alle relativ wie Hamilton, Gott, was das? Wenn wir relativ wie sie wieder kassieren, weil die werden uns den trockenen Reifen nicht viel machen können gegen uns. Die werden sich nicht viel wehren können. Zeit schon mal gar nicht. Ricciardo wird auch sehr langsam sein. Das wird nicht das Problem sein, den hier zu kassieren. So, alles, was jetzt natürlich die Wahl gehabt hat, auf Winters gegangen ist, relativ früh, ist natürlich jetzt zum Vorteil. Auch den Bottas werde ich jetzt nicht. Hat zwar noch 4,5 Sekunden Vorsprung, aber das wird er dann einfach diese Runde definitiv noch verlieren. Da ist er nämlich schon. Da ist der Bottas. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen langsamer machen. Das kostet mir. Ja, das war jetzt das Kinderspiel, dass ich da jetzt eben vorbeigegangen bin. Damit führen wir den Belgien Grand Prix an. Und wie gesagt, alles was ich das jetzt drauf hatte, wird definitiv durchgereicht werden. Das war einfach eine Runde zu lang für die meisten. Und jetzt geht auch Valtteri Bottas, ja. Und damit haben wir wieder die Führung von Max Verstappen. So, wir haben jetzt gut die Hälfte des Rennens rum. Die Führung momentan von Max Verstappen und Lewis Hamilton und dann Leclerc Perez. The gap behind us is 12.7 seconds.
So, wir haben jetzt ein bisschen aufpassen. Man nicht immer zu oft drüber, weil sonst gibt es immer die Strafe, aber. Naja. Ich weiß gar nicht, ob es da mal eine Meldung gibt, dass wir auf Fullwert sehr drauf ziehen müssen, aber momentan ja noch nicht. Okay, da geht es einige mit der Fülle. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bleibe auf den Hinterrad und die sind am Ende die falschen Reifen und ich rutsche auf der Strecke. Aber dann ist es auch nicht verkauft. Deswegen wenn ich jetzt gleich den Change mal auf die Fullwet. Noch geht's eigentlich. Noch kann man vernünftig fahren. Der Abstand wird groß genug bleiben. So. Hab in die Box mit uns, das heißt, das ist klar. Also, jetzt gehen wir raus mit dem vollen Fullwet. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. 4 Runden noch. Obwohl, wir brauchen keine volle Power, weil die letzte Runde haben wir. Die wird uns keiner mehr nehmen. Ja, Leclerc und Ricciardo, die zwei haben schon wieder eine Runde zu spät gestoppt und mitziehen müssen. Da wäre vielleicht was drin gewesen. So. So, jetzt geht's in Runde 8 gleich. Jetzt sind wir nämlich schon wieder Richtung letzte Kurve unterwegs. Richtung Bus-Stop. Und wieder jetzt kommen wir ein bisschen zu weit raus, aber noch sagt die FIA alles in Ordnung. Drei Runden noch.
Amazon will be running on a dry track soon. Also. Back to dry shortly. Mal gespannt, wie es in der nächsten Runde aussieht. Das ist ziemlich wechselhaft. Definitiv. Also der Teamkollege ist schon wieder drin. Status Teamkollege. They're on fresh inters. They're in 18. The time last lap was a 2:21.5. The gap to the car behind is 38.5 seconds. Dann gehe ich halt auch auf Winter, dann ziehe ich die Zielstrategie immer mit. Also gefühlt fährt jetzt fast jede Runde rein. Dritter Stop jetzt. Was ein Rennen. So, wir haben noch drei Runden jetzt. Also zwei noch. Zack ist dieses, so rum ist es richtig. Also knapp drei. Ja gut, ich glaube, die Schmutzstrategie geht jetzt die Zeit runter. Jetzt geht's wieder hoch. Frage ist, geht die restliche, geht das richtige Feld mit rein? Also, wir bleiben draußen, ne? So, vorletzte Runde. Und dann haben wir den Großteil von Belgien durch. Thank you.
Also wir bleiben komplett draußen, ne? Es ist keiner mit auf die Hinters wieder gegangen. There's three laps of fuel remaining. Das ist ein Williams schon wieder? Aber ist das jetzt ein Williams, das ist jetzt drin, der wird auch. Ja, doch, der ist auf der Strecke, okay. Ich dachte, wir in der Box. Die letzte Runde ja in Belgien. Können wir den noch überrunden? Jetzt sogar ist der jetzt aktiviert. Da gehen wir mal vorbei, das ist ja tief hier gewesen. Der nächste ist ein Hart, das ist immer ein Smick. Der macht auch fleißig Platz und damit haben wir das Rennen, wenn nichts weiter Dramatisches passiert, gewonnen hier in Belgien. So, diese nächsten Nachzügler werden wir nicht mehr kriegen. Hinterher aber wurscht, der Sieg geht an uns. Yes. Und Alfa Romeo ist wieder in den Top 5, Stefan. Und das trotz der diversen Dramen, die wir heute erleben durften. Das waren ordentliche Punkte. Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Aber wenn man sich die Tabelle ansieht, machen sie sich besser, als man denkt. Unterhaltsam war Alfa Romeo diese Saison auf jeden Fall. Wenn auch nicht immer nur aus positiven Gründen. Ich bin gespannt, wo sie am Ende der Saison stehen. Hier kommen sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg von Alfa Romeo. So, damit haben wir Kapitel Nummer 12 eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen. Ich weiß nämlich, wie viel. Ich weiß nicht, wie viel wir noch zu haben. Ha. Ich meine ja, das Team kann diese Saison wieder mithalten. So gut warst du. Ja, ja. Du wolltest doch am Höhepunkt deiner Karriere abtreten. Wie viel mehr kannst du da noch verlangen? Auch was? Hm? Was ist? Nichts. Was? Nichts. Alles okay. So gut bist du schon lange nicht gefahren. Du hast Spaß auf der Strecke, machst ordentlich Punkte und trotzdem schmollst du? Ich schmolle überhaupt nicht. Lass das. Hier, so. Na gut. Es geht um Aiden. Was ist mit ihm? Es geht ihm noch nicht besser. Ständig ist er betrübt und nervös und zaghaft. Als hätte er Probleme. Ich dachte, du wolltest ihn ignorieren. Ja, aber er ist fast noch ein Kind. Er braucht Hilfe. Von dir? Naja, wie viele Rennen bleiben mir noch? Worauf willst du hinaus, Kaspar? Sagen wir, ich habe noch 3 oder 4 Monate zu fahren. Was, wenn... Es
Sag schon. Ach, vergiss es. Nein, komm schon. Du lachst mich aus. Nein, versprochen. Es hört sich dämlich an. Was denn? Was, wenn ich... Oh mein Gott. Was? Du bist weich geworden, nicht wahr? Ich wusste, du lachst mich aus. Du willst also die Formel-1-Welt verbessern, bevor du zurücktrittst. Du willst dem Team helfen und Aiden, egal was aus deiner Karriere wird. Wäre das so schlimm? Kaspar Ackermann hat also doch ein Herz. Das muss ich der Presse sagen. Komm, Zoe, ich mein's ernst. Wäre das so schlimm? Was schwebt dir vor? Das Team von Ferrari hat nächste Saison eine freie Stelle. Und manche sagen, er hat eine Chance. Das ist sein Traum. Und du kannst da was tun? Ich weiß es nicht. Jo, dann haben wir's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, oder? Ja. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Kapitel. Das wäre dann Kapitel Nummer 13. Hier bei FR 2021 Breaking Point. Bis dahin und tschüss.